Grüß euch Grüller, grüß euch Schüler und willkommen zur Aufbauanleitung von unserem Maroni-Kastanienofen. Und es ist einfach, als es denkt. Also Video liken und los geht's. Aufschneiden, ganz einfach. Und dann nehmt ihr unseren Maroni-Ofen raus. Mit dabei ist Folgendes. Zum einen eine Aufbauanleitung nochmal analog, also auf Papier. Zum anderen haben wir da dreimal unsere Beine, drei Querstreben. Dabei sind da 9x Schrauben und 9 Muttern. Die brauchen wir zum Montieren. Maroni auf den Quer nehmen und dann nehmt den ersten Haxen mit den zwei Löchern nach unten und das seht ihr unten. Da teilweise Löcher, die größer sind. Und genau bei den Löchern gibt es dann jeweils zwei Schrauben durch. Und dann nehmt ihr den ersten Haxen und montiert das, dass er nach außen steht, einfach da drauf und fixiert die Schrauben einmal. Und den Vorgang wiederholt mit allen anderen Haxen auch. Jetzt brauchen wir die Verschreibungen. Die tut es einmal so überkreuzen und dann gibt es da eine Schraube rein. Und dann geht es da durch. Und dann wieder mit einer Mutter sichern. Das gleiche Spiel bei den anderen Haxen. Wieder die Verstrebungen durchstecken, sichern. Und dann einmal da noch. Schon ist er fertig. Unser grün und schön Maroni-Kastanienofen. Viel Spaß beim Anfeuern und wahrscheinlich Maroni-Zeit.